Liebe Menschen, müssen wir das Internet vor der Europäischen Union retten, damit wir nächstes Jahr noch ein Internet haben? So schrecklich hört es sich jedenfalls an, wenn man so manche YouTube-Videos anguckt, die da gestern veröffentlicht wurden. Vielleicht auch schon manche vorgestern. Es ging immer um diesen Artikel 13, aber das ist ja eigentlich alles überhaupt nicht neu und der soll uns aber unsere sozialen Netzwerke kaputt machen. Und was es damit auf sich hat und was da überhaupt drin steht, das gucken wir uns jetzt mal an. So, also inwieweit droht jetzt die EU wirklich, uns das Internet kaputt zu machen? Und was ist eigentlich der Auslöser dieser ganzen Diskussion? Schauen wir doch mal. Also zunächst einmal gibt es dieses Creator-Blog von YouTube und dort hat die Hauptgeschäftsführerin, die CEO von YouTube, einen Beitrag veröffentlicht. Und der war jetzt hier Stein des Anstoßes. Zunächst einmal natürlich wieder dieser Hinweis, diese Website verwendet Cookies und so weiter. Also das hat uns die EU schon mal beschert, dass wir jetzt überall diese blöden Hinweise hier wegklicken müssen. Ja, und die nächsten Probleme werden dann hier geschildert. Also nach der erfreulichen Meldung, dass im letzten Jahr die Anzahl der Kanäle, die mehr als 1 Million Abonnenten haben, um 75% gestiegen ist, um zu zeigen, wie wichtig YouTube schon geworden ist, aber auch für die, also nicht nur welche Macht YouTube hat, sondern vor allem auch, wie wichtig YouTube für die Menschen geworden ist, kommt dann gleich danach das Problem, das jetzt droht, nämlich wenn das EU-Parlament den Artikel 13 zu der geplanten Urheberrechtsgesetzgebung verabschiedet, dann könnte das das Internet, so wie wir es heute kennen, drastisch verändern. Das ist das, was die CEO von YouTube dazu schreibt. Und weiterhin heißt es, Artikel 13, so wie er jetzt dasteht, bedroht droht die Fähigkeiten von Millionen von Leuten abzuschalten, hin von Creators, also den YouTubern, bis hin zu den alltäglichen Nutzern, denn die können in Zukunft den Content nicht mehr so hochladen zu Plattformen wie YouTube, wie das bisher der Fall war, und das würde dann eben auch heißen, dass es bei mir praktisch keine Videos mehr gibt. Zumindest wird das so verstanden. Und YouTube verweist dann hier weiterhin auf eine Seite, auf der man mehr erfahren kann. Da kommt man nämlich dann zu dieser Seite hier, Save Your Internet. Da wird dann nochmal erklärt kurz, worum geht es bei Artikel 13 und was wären die Folgen. Die sagen, dass die aktuelle Formulierung Millionen von Menschen daran hindern könnte, Inhalte auf Plattformen wie YouTube hochzuladen. Und damit wären hunderttausende Jobs gefährdet, darunter die von europäischen YouTubern, Unternehmen und Künstlern sowie ihrer Mitarbeiter. Ja, worum geht es da jetzt eigentlich? Gucken wir mal rein in den ominösen Artikel 13. Es geht um die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt. Und zwar ein Vorschlag für eine solche Richtlinie. Und dieser Vorschlag hat einen Artikel 13. Hier haben wir den in der deutschen Fassung. Es gibt ganz viele Sprachfassungen von diesem Vorschlag, nämlich in nahezu allen Amtssprachen der Europäischen Union, wie man hier sieht. Und da gibt es natürlich dann auch eine englische Fassung und mit der sollten wir uns dann eigentlich näher befassen. Zwar sind alle Fassungen in allen Amtssprachen gleichermaßen verbindlich, das Problem ist nur, dass die Fassung, so wie sie jetzt hier steht, es nicht durch das Europäische Parlament geschafft hat und auch nicht durch den Europäischen Rat, also diese Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs der EU-Länder, sondern man hat da schon Änderungen vorgenommen. Und es lohnt sich ja jetzt nur, über den neuesten Vorschlag zu diskutieren. Der findet sich hier. In diesem Dokument ist allerdings bis jetzt nur auf Englisch verfügbar und so muss man sich dann mit dem englischen Text auseinandersetzen. Ja, und der neue Artikel 13, der würde dann ein bisschen anders lauten. Es ist so, dass wir hier in der linken Spalte den ursprünglichen Vorschlag haben aus dem Dokument, das es in vielen Sprachen gibt. Dann hat das Europäische Parlament da Änderungsvorschläge erarbeitet
Und jetzt gibt es einen neuen Text, nachdem der Europäische Rat mit dieser Angelegenheit befasst war. Ja, und in der neuesten Fassung wurde auf jeden Fall schon mal diese Überschrift hier geändert. Die ist nämlich jetzt viel kürzer. Allerdings wurde auch der Begriff aus dem ursprünglichen Vorschlag geändert. Information Society Service Provider, die sollen jetzt heißen Online Content Sharing Provider. Und hier geht es um die Nutzung von geschütztem Material durch solche Online Content Sharing Provider. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind denn das? Da gibt es eine Definition im Erwägungsgrund 37a. Ja, und da gibt es eine Definition, die besagt, dass ein Service Provider einer ist, der Online-Services anbietet, die eine wichtige Rolle im Online-Content-Markt spielen und die im Wettbewerb stehen zu anderen Online-Content-Anbietern wie zum Beispiel Audio- und Video-Streaming-Dienste, die sich an das gleiche Publikum richten. Ja, und wenn man jetzt hier übrigens die dritte, oder nee, eigentlich die vierte Spalte sieht, Possible Compromise Solution, dann steht da eben noch nichts. Also das ist jetzt alles noch im Streit. Das Europäische Parlament hat hier einen Text, der Rat hat hier einen Text. Und was am Ende rauskommen soll, das ist noch überhaupt nicht klar. Und wenn YouTube jetzt sagt, der Text von Artikel 13, so wie er da steht, kann keinen Bestand haben, sonst ist YouTube gefährdet. Ja, dann müsste man erstmal sagen, über welchen Text man jetzt hier eigentlich redet. Ja, also der Text des Rates, da geht es um im Kern darum, dass es hier heißt, Member States shall provide that an online content sharing service provider performs an act of communication to the public or an act of making available to the public when it gives the public access to copyright protected works or other protected subject matter uploaded by its users. Ich verstehe das nicht. Also, Mitgliedstaaten sollen regeln, also es ist ja so, dass eine Richtlinie sich immer nur an die Mitgliedstaaten richtet. Die müssen dann in ihrem nationalen Recht was umsetzen, was übrigens dazu führen kann, dass es nachher in jedem Mitgliedstaat so ein bisschen anders geregelt ist. Und die sollen eben regeln, dass solche Provider, wie eben YouTube, was damit gemeint ist, ja, einen Akt der Kommunikation mit dem Publikum, mit der Öffentlichkeit durchführen, oder einen Akt der Zugänglichmachung fürs Publikum, wenn sie dem Publikum urheberrechtlich geschütztes Material oder andere geschützte Dinge zugänglich machen, die von ihren Usern hochgeladen wurden. Den Satz, den ich gerade gesagt habe, habe ich ebenso wenig verstanden, wenn ich ihn auf Deutsch sage, wie wenn ich ihn auf Englisch sage. Aber gut. Interessant ist ja vor allem, dass der Provider eine Erlaubnis vom Rechteinhaber sich einholen soll, wenn er solche Sachen anbieten will. Also hier ist jetzt geregelt, dass ein Online-Content-Sharing-Service-Provider eine Erlaubnis vom Rechteinhaber einholen soll, wenn er eben geschützte Werke kommuniziert oder dem Publikum zugänglich macht. Wobei ich immer noch nicht weiß, was jetzt kommunizieren heißen soll, ja? Und das Problem ist eben, dass wo eine solche Erlaubnis nicht eingeholt werden konnte, der Service Provider dafür sorgen soll, dass das auf seiner Plattform nicht verfügbar ist. Ja, da steht übrigens also nichts von Upload-Filtern und solchen Begriffen, die jetzt immer verwendet wurden in der Berichterstattung, aber faktisch geht es. Aber faktisch geht es darum, denn wie will YouTube denn diese Videos ansonsten überprüfen, die da hochgeladen werden, ja? Gilt natürlich für andere Inhalte auf anderen sozialen Netzwerken genauso. Also zum Beispiel Facebook-Posts mit Texten, mit Bildern, mit Videos. Da geht es einfach nur darum, wenn es urheberrechtlich geschützte Werke sind, dann muss man eine Erlaubnis haben und also auch als Plattform, nicht nur als derjenige, das hochlädt. Und wenn der Plattformbetreiber wie YouTube oder Facebook keine Erlaubnis hat, dann muss er es halt unzugänglich machen. Also mit anderen Worten, löschen oder sperren.
Ja, das ist natürlich ein Problem. Denn woher soll denn der Anbieter überhaupt wissen, dass das urheberrechtlich geschützt ist? Ja, wenn man sich zum Beispiel mal hier so alte Musik vornimmt, also das Problem ist ja, wenn YouTube jetzt sagt, wir machen lieber mal in Europa unsere Website zu, weil uns das zu gefährlich ist, weil wir haften ja nachher dafür, wenn wir dieser Pflicht nicht nachkommen. Ja, dann funktioniert das mit dem Musikkonsum und mit Informationen über Musik in Zukunft auch ein bisschen anders. Webseiten, wie hier zum Beispiel Coverinfo, können YouTube-Videos einbetten oder ihr könnt die Videos auch direkt auf YouTube gucken und da könnt ihr euch hier zum Beispiel über Nana Muskuris neueste Coverversion von Lili Marleen informieren. Ihr könnt euch aber auch das uralte Original von 1939 anhören, das hier mal auf so einer alten Elektrola-Platte veröffentlicht wurde. Das Ding ist nur, dass das dann wohl bald in Zukunft nicht mehr geht, denn YouTube müsste ja jetzt erstmal ermitteln, ob die Urheber dieses Songs schon so lange tot sind, dass da keine Rechte mehr an der Musik und an dem Text bestehen. Und dann muss geguckt werden, ob die Tonträgerrechte an einer Platte von 1939 schon erloschen sind. Und jetzt muss man noch bedenken, dass diese Fristen unterschiedlich sind. Und zwar nicht nur innerhalb eines Landes unterschiedlich, sondern auch noch verschiedene Rechtslagen in verschiedenen EU-Staaten. Das heißt, YouTube müsste jetzt gucken, ob dieses Lied von Lale Andersen von jeglichen Rechten in allen EU-Staaten frei ist. Ansonsten müsste man es in einzelnen EU-Staaten blockieren und in anderen wieder nicht. Und das kann sich ein Mensch ja gar nicht alles angucken, was da bei YouTube hochgeladen wird. Ja, also zumindest nicht ein Mitarbeiter von YouTube. Deswegen gibt es jetzt schon ein Content-ID-System. Das ist jetzt schon sowas wie Upload-Filter. Alles, was man hochlädt bei YouTube, geht durch so einen Filter und der guckt, ob er urheberrechtlich geschützte Werke darin erkennt. Aber natürlich muss ja diesen Algorithmus erstmal irgendjemand gefüttert haben. Da muss ja schon mal irgendein Urheber hingegangen sein und gesagt haben, pass mal auf, das hier sind meine Lieder. Und wenn du die irgendwo findest in einem Video, dann mach was damit. Sperre das Video oder monetarisiere das Video und gib mir die Werbeeinnahmen. So läuft das nämlich heute meistens. Und das ist, was YouTube hier in diesem Blog-Eintrag als ein Ökosystem beschreibt. Und zwar bezeichnen die es tatsächlich als ein Ökosystem, was jetzt hier zugrunde gehen könnte. Es hat sich nämlich eingebürgert, dass wenn YouTube eben merkt, dass urheberrechtlich geschütztes Material hochgeladen wurde, dass dann eine Kompensation an den Rechteinhaber gezahlt wird. Und das ist eigentlich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Der Content Creator, nehmen wir zum Beispiel mich, der jetzt ein Recht an irgendeiner Musik nicht hat, die er unter sein Video legt, der benutzt sie einfach trotzdem, obwohl er es nicht darf. Und dann kommt der Urheber und sagt, okay, dann schalte ich jetzt Werbung unter dein Video und die Einnahmen streiche ich ein. Dann hat er seine Musik verwerten können, verdient Geld damit und ich konnte mein Video ein bisschen aufhübschen mit Musik und für uns beide ist es positiv, also Win-Win-Situation. Und das könnte es dann aber in Zukunft nicht mehr geben, weil YouTube ja damit rechnen muss, dass sie verklagt werden, wenn sie nicht im Einklang mit dieser Richtlinie und den später auf Basis der Richtlinie umzusetzenden Vorschriften verhindern, dass Werke, an denen sie nicht die Rechte erwerben konnten, weiterhin bei YouTube verfügbar sind. Denn, und jetzt kommt der entscheidende Unterschied, aktuell ist es so, YouTube haftet nicht für das, was die User da machen auf der Plattform, wenn YouTube davon nichts weiß. Und weil die Plattform so groß ist, muss YouTube nicht alles untersuchen. Wenn YouTube jetzt auf Rechteverstöße aufmerksam gemacht wird, dann müssen sie handeln. Wenn sie aber von nichts wissen, sind sie fein raus. Und das wäre nach der neuen Richtlinie anders, denn sie müssen ja die Rechte einholen und wenn sie die Rechte nicht haben, dann müssen sie es blockieren. Und allein schon rauszufinden, was ist urheberrechtlich geschützt und was nicht, ist ja schon so kompliziert, dass YouTube sich sagt, das Haftungsrisiko ist zu groß, wenn wir das jetzt hier so weiter betreiben in Europa, wie wir es sonst in der Welt machen. Und das ist nämlich genau das, was die hier auch auf der Seite schreiben. In der Praxis könnten Plattformen dann gezwungen sein, nur Inhalte von einer kleinen Anzahl großer Unternehmen zuzulassen, die ihren Programmen zur Freigabe von Urheberrechten entsprechen. Denn es wäre für Websites zu riskant, die Originalinhalte von kleineren YouTubern zu hosten, da die Websites nun direkt für diesen Inhalt verantwortlich wären.
Also YouTube sagt sich, das ist uns zu gefährlich. Auf der Grundlage des Artikels 13, so wie der jetzt zu kommen scheint, weiterhin dieses Geschäftsmodell zu betreiben und einfach jeden beliebigen User Videos hochladen zu lassen. Also würde man nur noch eine Elite von renommierten Unternehmen zulassen, die in Zukunft bei YouTube etwas hochladen dürfen. Und man würde dann natürlich alle vorhandenen Kanäle zumachen, die nicht zu dieser Elite gehören, weil da ja schon in der Vergangenheit urheberrechtlich geschützte Sachen hochgeladen worden sein könnten und ja, wie wir ja wissen, auch wurden. Und was wären die unerwünschten Folgen? Naja, also man könnte solche Inhalte auf Plattformen wie YouTube nicht mehr hochladen, aber dann sind eben auch zahlreiche Videos schon weg, die von unschätzbarem Wert eigentlich sind. Es gibt Milliarden von Videos auf YouTube, da ist natürlich eine Menge Müll dabei. Da sind aber auch Lehrvideos, ja, Tutorials, die euch erklären, wie ihr ein Kameramikrofon richtig einpegelt, wie ihr Skateboard-Tricks lernen könnt und so weiter. Und eben auch diese Musikinhalte, einschließlich Coverversionen, Remixe, Videos von Live-Auftritten und so weiter. Das, was zum Beispiel eben die Website Coverinfo hier macht, indem sie Originale und Coverversionen eines Songs gegenüberstellt. Das alles kann man dann nicht mehr mit YouTube-Videos versehen und sich direkt anhören, denn ja, YouTube würde für Europa die Plattform dicht machen oder weitestgehend und dann könnten die EU-Bürger nicht mehr an kulturellen Ereignissen teilhaben, die im Internet stattfinden und geteilt werden. Ja, und da hat YouTube uns YouTuber jetzt gebeten, erstelle ein Video zu Artikel 13 mit dem Hashtag SaveYourInternet, um eben auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Das habe ich jetzt hiermit getan. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht unbedingt in Hysterie verfallen und Angstzustände bekommen, denn uns wird jetzt nicht gleich 2019 irgendwie das Internet abgeklemmt oder so, aber da könnte jetzt schon ein schleichender Prozess beginnen. Und zwar, wie würde das jetzt anfangen, wenn YouTube seine Drohung wahrmacht? Und dazu eine kleine Anekdote am Rande. Google News, ja, hatte schon mal ein Problem, nämlich weil sie in Spanien für Texte, die sie zeigen, wenn sie Zeitungsausschnitte nebeneinander packen, so als Suchergebnis, dann sollten sie dafür bezahlen. Da kommt ja dann so eine Headline, also so eine Überschrift und schon mal so ein kurzer Text als Teaser, der einfach von der Fundstelle der Website geklaut wurde sozusagen oder zitiert wurde und vielleicht sogar noch ein Vorschaubildchen. Und so hat man dann eigentlich eine eigene Zeitung, die sich Artikel anderer Zeitungen zusammensucht. So funktioniert ja Google News. Und in Spanien sollte das nicht mehr zulässig sein, ohne dass Google an die Verlage etwas bezahlt, wenn sie da einfach Schnipsel benutzen. Das wollte Google aber nicht und deswegen hat Google gesagt, wir machen Google News in Spanien einfach dicht. Und das haben die durchgezogen. Und die Konsequenz war, dass die spanischen Verlage noch mehr drunter gelitten haben, denn jetzt kam keiner mehr auf ihre Webseiten und hat dort wenigstens Werbebanner gesehen, sondern die Leser blieben aus, weil die Leser ja nicht mehr über den Dienst Google News auf die Seiten gefunden haben. Und in Deutschland war man auch schon weit mit solchen Überlegungen und hat es dann wegen des spanischen Vorbilds, weil Google da ernst gemacht hat, lieber sein gelassen. Und jetzt sollten wir uns aber vielleicht nicht darauf verlassen, dass die Europäische Union jetzt, weil YouTube hier andeutet, möglicherweise YouTube dicht zu machen in Europa, dass die Europäische Union dann von diesem Vorhaben absieht. Das weiß man nicht so genau. Das wäre jetzt noch nicht schlimm, wenn das passiert. Dann sind wir die YouTube-Plattform eben leider los. Das ist dann ein bisschen doof, aber wir könnten auf andere Plattformen ausweichen, die dann eventuell oder sogar wahrscheinlich in anderen Kontinenten sitzen. Und könnten dann dort Inhalte hochladen, Inhalte verbreiten und ihr könntet dann diese Plattform auch wieder angucken. Das Problem ist nur, wenn dann die nächste Gesetzesinitiative kommt, die müsste dann in eine Richtung gehen, dass man sagt, man muss den Zugang zu diesen anderen außereuropäischen Websites blockieren, weil da ja alles voller urheberrechtlich geschützter Inhalte ist, für die irgendjemand nicht ordnungsgemäß die Rechte erworben hat. Ja, und dann geht es nämlich richtig los mit der Zensur. Dann muss man nämlich zusehen, dass diese Plattformen blockiert werden. Und dann gibt es natürlich wieder Wege, das zu versuchen zu umgehen.
Und dann ist das so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also die Provider werden dann verpflichtet, zum Beispiel den Zugriff auf irgendeine neue kanadische Plattform oder so nicht mehr zu erlauben. Und wenn man dann die Internetadresse so und so.ca eingibt, dann kommt man da nicht mehr hin. Und dann kommt man aber vielleicht über die IP-Adresse trotzdem hin. Also muss man dann IP-Adressen blocken. Und wenn das dann ja, auch noch erfolgreich war, dann muss man halt irgendwie verschleiern, dass man zu dieser IP-Adresse hin wollte. Also muss man dann einen Proxy-Server nehmen und dann müsste man Proxy-Server verbieten. Dann versucht man es vielleicht über das Tor-Netzwerk. Dann wird der Zugang zum Tor-Netzwerk dicht gemacht und so weiter. Ja, und spätestens, wenn wir da angekommen sind, dann haben wir Verhältnisse, die schlimmer sind als in China. Und wenn das jetzt, dieses neue Urheberrecht, was da kommen soll, der Anfang vom Ende ist, dann müssen wir auf jeden Fall was dagegen tun. Und wenn wir jetzt schon was dagegen tun, dann ist es besser, als wenn wir erst später was dagegen tun, wenn sie uns versuchen wollen, das Tor-Netzwerk als letzte Alternative für freies Internet zu nehmen. Also wir leben doch hier in einer freien Gesellschaft, die von Informationsfreiheit geprägt ist. Und ja, Informationsfreiheit und Urheberrechte, das passt halt nur teilweise zusammen. Also nein, das passt natürlich wunderbar zusammen, aber in dem Moment nicht mehr, wo ich sage, es müssen Upload-Filter her. Wenn ich nämlich die Unternehmen dazu dränge, weil sie es ja manuell nicht durchgucken können, was da alles hochgeladen wird, wenn ich die dazu dränge, Algorithmen zu entwickeln, was YouTube ja schon gemacht hat, 60 Millionen Euro haben sie dafür ausgegeben, es hat nur nicht viel gebracht, oder natürlich, es hat was gebracht, es gibt dieses Content-ID-System, aber es ist nicht perfekt, denn ich habe ja das Recht zu zitieren. Ich darf ja aus einem fremden Video zum Beispiel einen Schnipsel rausnehmen und in mein Video packen, wenn ich diesen Schnipsel dann inhaltlich diskutiere und meine Meinung dazu sage und so weiter. Dann bin ich berechtigt zu zitieren. Muss ich auch die Quelle angeben, aber so weit, so gut. Und ein Algorithmus kann das halt nach heutigem Stand der Technik nicht unterscheiden, ob ich jetzt gerade irgendwie 20 Sekunden von einem anderen Video gebracht habe, um dann am Ende 2 Minuten darüber zu reden, so wie ich zum Beispiel gerade diese Websites einfach gezeigt habe, die YouTube-Website hier beispielsweise. Der Text da drauf, der ist ja wahrscheinlich auch urheberrechtlich geschützt, weil den irgendjemand geschrieben hat und allein durch das Schreiben dieses Textes Urheberrechte erworben hat. Ja, aber ich setze mich mit diesem Text auseinander und deswegen darf ich den hier einblenden. Wenn jetzt aber der Algorithmus das nicht merkt, ob ich jetzt über den Text rede oder über irgendwas anderes, also einfach nur irgendwelche Schnipsel einbaue, um mein Video zu bereichern, aber inhaltlich gehören die Schnipsel gar nicht da rein, oder zumindest glaubt der Algorithmus das, weil der meine Art, Kunst zu machen, nicht versteht oder so, dann werden Sachen blockiert, die eigentlich gar nicht blockiert werden dürften. Und das passiert übrigens heutzutage schon. Ja? Also es ist zum Beispiel so, dass manche News-YouTube-Kanäle oder YouTube-News-Kanäle, Nachrichtenkanäle auf YouTube, extra bei dem Content-ID-System nicht mitmachen, weil sie verhindern wollen, dass ein Video gesperrt wird, das sich mit ihrem Inhalt auseinandersetzt und somit ein bisschen Werbung für die macht. Dadurch haben sie natürlich auch den Nachteil, dass wenn jemand einfach ihren Kanal kopiert und ein komplettes Video nochmal auf einem anderen Kanal hochlädt, sowas passiert ja auch, dass sie das dann nicht so leicht merken, also weil der Content-ID-Filter dann eben nicht zuschlägt. Aber das ist eine Entscheidung, die sollte jeder für sich treffen können, ob er beim Content-ID-System mitmacht oder nicht. Aber das macht eben diese neue Richtlinie nicht. Die zwingt YouTube dazu, jegliches urheberrechtlich geschütztes Werk nicht zu veröffentlichen, wenn sie nicht die Rechte daran erworben haben. Tja. Also, was können wir jetzt tun, um aus diesem Dilemma rauszukommen? Ihr könntet eure Europaabgeordneten informieren, dass ihr das nicht gut findet, die Regelung, die da jetzt kommen soll. Ihr könntet schon mal eure Stimme erheben, ihr könntet unter dem Hashtag Save Your Internet euren Unmut kundtun und ihr könntet auch bei einer Petition mitmachen. Bei change.org gibt es zum Beispiel schon eine, die verweist auf eine Website, die aber irgendwie gar nicht online ist, komischerweise. Aber ganz viele Leute haben diese Petition schon unterschrieben. Ich verlinke euch die auch mal unten in der Beschreibung zusammen mit den anderen Sachen, die ich hier gerade gezeigt habe, mit den anderen Websites. Also auch insbesondere die Dokumente der EU, die ihr dort mal nachlesen könnt. Aber ich denke, man sollte jetzt nicht in Panik verfallen, sondern man sollte jetzt erstmal abwarten, ob das Europäische Parlament und der Europäische Rat eine Einigung finden, die dann ja hier in diese vierte Spalte dieses Dokuments rein müsste, um mal dann zu gucken, wie dann die Fassung lauten soll, auf die sich die beiden geeinigt haben. Und die muss man sich dann nochmal ganz genau angucken und anschauen, welche Konsequenzen hätte das, wenn das Richtlinie werden würde und so an die Mitgliedstaaten rausgeht und so umgesetzt werden muss.
welche Konsequenzen hätte das dann für YouTube und den Rest des Internets? Aber jetzt schon panisch umherlaufen bringt überhaupt nichts. Stattdessen aber ist es wichtig, dass man diese Diskussion jetzt öffentlich führt, dass man den Abgeordneten die Meinung sagt, dass man eine Lösung findet, die einen gerechten Ausgleich findet zwischen den Interessen der Urheber, die natürlich auch für ihre Arbeit entlohnt werden sollen, wenn sie das möchten. Aber es darf eben auch nicht durch die Hintertür zu einer Zensur führen, dass das Internet am Ende eben nicht mehr das ist, was es vorher mal war, in dem Sinne, dass es ein freies Medium ist, wo man Meinungen austauschen kann, wo man Informationen sammeln kann, um sich Meinungen zu bilden, und wo man auch kreativ tätig werden kann im Rahmen der Kunstfreiheit und im Rahmen der Gesetze. Dazu darf das eben nicht führen und deswegen ist es wichtig, dass man sich mit diesem Thema befasst und deswegen werden wir dieses Thema weiter beobachten. Und ja, wenn ihr das auch machen wollt, wie gesagt, die Grundlagen, über die wir hier diskutieren, die findet ihr unten in der Beschreibung. Was ihr von den Upload-Filtern haltet oder von dieser ganzen Diskussion um Artikel 13, könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Am Freitag gibt es dann aber endlich wieder ein Video, das etwas mit dem eigentlichen Thema dieses Kanals zu tun hat, nämlich Urban Exploration. Also da werden wieder verlassene Gebäude erkundet. Seid also dabei, wenn am Freitag um 15 Uhr das nächste Video kommt. Bis dahin, macht's gut und vergesst nicht, Hashtag Rauchen ist dumm und Hashtag Save Your Internet.